Hi Leute, Knochen wieder hier. Jetzt gibt es noch eine weitere Folge von Effect Generator 2. Ich habe meine Zombies mittlerweile so weit hochgeskillt, dass die auch einiges aushalten, auch länger unterwegs sind. Ich habe überwiegend auf Geschwindigkeit und Infektionsrisiko oder Infektionsrisiko geskillt, weil ich denke, dass das irgendwie gerade bei den großen Städten, wo viele Leute sind, einfach sinnvoller ist. Natürlich habe ich den Rest nicht komplett vernachlässigt, also Schadenswiderstand und sowas alles. Aber wie gesagt, Infektionsrisiko und Geschwindigkeit habe ich jetzt war meine Priorität. So, ein paar Städte haben wir schon fertig gemacht. Hier die zwei, wo die Totenköpfe zu sehen sind, die sind komplett ausgelöscht. Das heißt, da habe ich alle Einwohner, die vorhanden waren, vernichtet. Wir gehen jetzt mal hier wieder hin, nochmal Tokio. Das habe ich nämlich noch nicht fertig, weil hier sind auch diese, wie jetzt diese kleinen in den gelben Anzügen. Und die machen sehr viel Schaden. Da muss man erstmal natürlich gegen ankommen. Das ist schwierig. Also, das ist wie so eine Spezialeinheit halt. Da hilft das auch teilweise nichts, dass man so unheimlich viele von Zombies hat, weil die schießen ja auch unheimlich schnell weg. Dementsprechend, ich glaube, das wird ja auch nichts. Da habe ich auch gestern mehrmals, also vielleicht über 10 Mal auf jeden Fall probiert, ne? Vorteil ist jetzt hier nur, dass wir das Infektionsrisiko er so erhöht haben. Bei den Zombies, so dass auch mal ein paar hinübergehen von den Viechern. Und dass die meisten auch verwandelt werden. So, das hat hier leider nicht so geklappt. Sind auch nicht viele ums Leben gekommen. Aber ist egal, wir nehmen uns einfach mal eine andere Stadt vor. Aber ich habe wieder einen Bonus bekommen. Gut, dann nehmen wir uns, Moment, wir probieren es noch einmal tatsächlich mit Tokio. Nehmen wir aber als Support jetzt noch ein paar Fässer mit. Seit ein paar, also ein Fass und noch ein paar Tretminen. So, upgraden kann ich jetzt nichts weiter. So, wir probieren es nochmal. So, hier, so, da wo die größere Menge war, kann ich nämlich hier die anderen Einheiten platzieren. Das sieht schon besser aus auf jeden Fall, als eben gerade. Naja. Obwohl der. Ich glaube eben gerade waren es auch 29. Also wie gesagt, die Stadt ist noch ein bisschen zu tough. Was war das hier? Habe ich auch schon wieder vergessen. Riyadja. Riyadj. Ja, hier war ich noch gar nicht. Ich habe die Minen gar nicht eingesetzt gehabt, sonst hätte ich es vielleicht geschafft. Oder jedenfalls ein bisschen besser. So, hier flattert der Goldzähler ordentlich nach oben. Das sieht gut aus. Ja, also noch genug Zombies da. Secret Agents, 5 Boni flattern ein hier. Das sieht gut aus. Afrika ist freigeschaltet. So, die Stadt ist auch komplett ausgelöscht. Hier gibt es ja nur noch Zombies. So, Afrika ist frei. Was haben wir an Gold? 5000 sieht nicht schlecht aus. Damage Resistance, das erhöhe ich lieber nochmal. Und Attack, gut, kann ich gerade nicht. Aber ich nehme mir noch ein Fass mit. Und einmal Minen. So, hier hat das aber ja gerade nicht geschafft. Krasnik. Oder Krasnojarsk. Gut, dann probieren wir es hier nochmal. Hier noch ein Zombie-Schwadron hin. Mal schon die Kohle einsammeln. Könnte meine Slots natürlich jetzt verschwenden, muss jeder selber wissen. Für die Zombies, die Kohle einsammeln, aber auch die werden ja irgendwann getötet. Also die funktionieren schon verhältnismäßig gut und oh, ich sehe gerade, das läuft richtig gut hier gerade. Und nur noch einer am Leben, keiner mehr am Leben. So, jetzt haben wir es geschafft. Und weil es auch so schnell ging, ordentlich Boni bekommen. Ja, das sieht doch gar nicht mehr schlecht aus. Man braucht nicht zwingend auf Lifespawn, also hier die Lebensspanne skillen, wenn man sowieso hohe Infektionsrate und hohe Geschwindigkeit hat, weil man ja sowieso überall rankommt. Also dann eher lieber auf Speed, Infection Chance und Damage Resistance, meiner Meinung nach. So, ich würde das zwar gerne noch erhöhen, aber gut, wir nehmen uns jetzt einfach ein paar Fässer mit. Nein, wir gucken mal kurz bei den Zombies. So, der soll ein bisschen mehr aushalten.
So, zwei Fässer kann ich, glaube ich, holen. Was? Gut. Nicht gleich die ganze Kohle verballern. Dann gehen wir jetzt hin. Wo war ich noch nicht? Was ist das hier? Kairo. Hier war ich auch noch nicht. 90 müssen wir aus dem Leben befördern hier, okay. Schon wieder mal ein Boni. Hier ist schon schwieriger, weil hier natürlich unheimlich viel Militär ist. So ein bisschen auch an die politische Weltlage angelehnt, glaube ich. Klar, dass in Kairo viel Militär ist. Ah, ich glaube, das schaffen wir gerade nicht so. Kebab. Da gibt's Kebab. Nee, das haben wir nicht geschafft. Gut, wir haben ein bisschen Kohle einsammeln können, aber gereicht hat's nicht. Ich probiere das jetzt auch nicht nochmal, weil es unsinnig ist. Ich gehe stattdessen in eine andere Stadt. Was haben wir jetzt hier? Volgograd. 105! Echt jetzt? So, und die platzieren wir auf der Seite. Das ist schwierig, aber gut. Unser Vorteil ist halt die hohe Infektionsrate. Das zahlt sich im Moment jedenfalls aus. Muss ich mit der Maus rumfahren. Ich habe so einen Magneten natürlich geholt. Man kann den nochmal kaufen. Ich glaube, dann nimmt er wohl noch mehr Kohle auf einmal auf hier. Das hat auch nicht ganz geklappt. So, die Zombies bewegen sich nicht weiter. Man kann sie auch nicht selber steuern. Gut. Müssen wir gleich nochmal probieren. Ja, einmal probier es noch. Ja, sieht relativ gut aus. Gucken wir mal. Jetzt muss ich einfach mehr infizieren, das ist das Wichtige. Oh ja, das sieht besser aus, glaube ich, als eben. Okay, wir haben die Objectives haben wir geschafft. Nur noch einer am Leben. Und der ist jetzt auch weg. So, die Stadt ist auch ausgelöscht. Ja, du kannst kommen. Dafür gibt es nochmal einen Bonus von 5000. Das ist doch herrlich. So, wir skillen nochmal eben Kim Jong hoch und den hier. Support werden wir jetzt keine kaufen, stattdessen mal so ein Upgrade, und zwar, dass die Infektionsrate in mehrere Richtungen, also dass das Virus in mehrere Richtungen verstreut wird. Jetzt probieren wir es hier nochmal, das war Havanna, ja, stimmt. Ich wusste es, bevor ich gelesen hatte, ne, eine Viertelsekunde, also ist das nicht so, jetzt muss ich es erst lesen. So. Hier platzieren, den holen wir dahin. Und hier Kim Jong, der fehlt auch noch so. Okay, sehr, sehr viel Militär da, das ist schon ein bisschen knifflig. Mach den Soldaten weg da. Obwohl, sieht gut aus, ja, wir haben es geschafft. Die Stadt wird, glaube ich, auch ausgelöscht, oder? Ja. Wie gesagt, je schneller ihr das schafft und so, desto, also höher ist die Wahrscheinlichkeit hier noch Achievement. Ich spreche mal so aus Achievement oder Achievement. Achievement. Entschuldigung, Schluck Kaffee. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall also, so einen Bonus da zu erhalten. Erfolg sozusagen. So, wo machen wir weiter? Den Schadenswiderstand, gut, werde ich noch einmal erhöhen. Das reicht jetzt auch, dann würde ich jetzt nur noch auf Geschwindigkeit und Infektions Chance skillen. Hier und hier vielleicht die unteren noch. Hier extra Virus, da kann man halt zweimal Zombies platzieren oder dreimal, je nachdem, ich weiß nicht, wie häufig das ist. Gucken wir erstmal hier oben, was wir hier für eine Stadt haben. Moskau kommt jetzt. Gut. Kim Jong, da wo die Polizisten sind und hier die Kollegen. Viele Polizei hier, auf jeden Fall viel Polizei.
Aber es hat sich doch bewährt. Gestern habe ich das nämlich nicht so gemacht. Da habe ich das versucht, alles gleichermaßen zu skillen. Aber heute habe ich mir gedacht, das ist irgendwie logischer, wenn man halt mehr auf Chance und Geschwindigkeit skillt. Ich meine, es hat ja trotzdem hier 3700 gebracht. So, wir machen es jetzt einfach so. Ich glaube, hier noch so ein Fesselchen. Eins, ein paar Minen. Und dann kriegen wir die Städte auch weg. So, wir probieren es nochmal in Tokio, war das genau. Auf die Fässer. Das heißt, man muss natürlich gucken, wenn man das jetzt alles hier manuell hinschmeißt, dass man nicht irgendwelche, naja, dass man halt dahin klickt, wo die auch spawnen können. Oh, wir haben es geschafft. Endlich. Ich habe mir Tokio noch komplett. Das wäre gut. Noch infiziert, den kriegen wir auch noch weg da. Ja. Ja, okay, Tokio ist komplett weg. Wieder eine Stadt ausgerottet, erfolgreich. So, können wir noch Pünktchen vergeben? Das wird jetzt alles sehr, sehr teuer da. Attack könnten wir auch noch. Life Spawn. Gut, dann machen wir hier nochmal. Kaufen uns kein Fässchen, weil wir keinen Platz dafür haben. Gut, dann schlagen wir uns so durch. Was haben wir hier unten? Was war das? Abbottabad. Gut, machen wir hier, wo der FBI-Typ da gerade rumläuft. Und hier. Oh, da ist Rambo. Da ist Rambo. Stimmt, ja, der fetzt hier alle weg. Da braucht man wieder Fässer für. Stimmt, das war letztens auch so. Und so ein Fässer und alles mögliche, man muss den ganz schön bearbeiten, weil er hält wirklich viel aus. Das ist Wahnsinn. Aber wir schlagen uns immer noch gut aufgrund unserer hochgeskillten Infektionsrate. Aber wie gesagt, der ballert auch unheimlich schnell die Zombies weg. Naja, also ohne Hilfsmittel kommen wir da nicht weiter. Da werde ich mir jetzt auch ein Fass holen. Mal try again machen wir mal nicht. Supports. Richtig schöne Seuchenfass. Ein paar Minen. Man kann auch Granaten noch nehmen. Die nehmen wir auch ein bisschen mit. Ist egal. So, wo war das hier? Oh, hier. Oh, Butterball. Seuchenfass, wo ist denn der Rambo? Wo ist denn der? Der liegt doch gerade hier noch. Jetzt muss alles direkt bei ihm spawnen und wird das Ding, glaube ich, nichts. Okay, jetzt will er schon flüchten. Gut. Er ist immer noch am Flüchten, dieses Arschloch. Naja, es wird leider auch nichts hier. Schade. Da brauchen wir besseren Support. Hier immer noch abhauen, ne? Mein Gott, Sack, ey. Wir werden uns mal an einer anderen Stadt verdingen. Wir haben ja noch hier. Was haben wir denn hier? Stockholm? Ja, das haben wir auch gemerkt. Gut, dann werden wir jetzt mal durch Stockholm hier begeben. So, machen wir schön alles kaputt hier. Ist auch schwierig, ist eigentlich auch eine schwierige Stadt. So, ist schon wieder alles weg, bis auf der Typ, der jetzt auch gleich hinrafen wird. Naja. Ah, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Da war Stockholm, hier war jetzt was? Moskau. Ach, hier ist ja dieser, hier ist ja selber dieser Typ hier aus, das ist der Film Saw oder so. Der versucht ja zu flüchten. Und wir kriegen ihn noch. Ja! Reynolds! Genau. Aber das ist nicht der aus Saw. Geht mir recht im Sinne. Aber wie auch immer.
Mal schön die Kohle einsammeln, die flattert hier auch gut rein. Wir leben nicht mehr genug Zombies, ich glaube, das schaffen wir auch nicht mehr. Gut, wie auch immer. Ihr habt ja das Spielprinzip verstanden, ist ja auch nicht sonderlich viel zum Nachdenken hier. Ja, wenn ihr das unterhaltsam findet, also dann schaut ihr ruhig mal rein. Ich knall den Link halt unten mit in die Beschreibung. Ich werde es nicht weiter aufzeichnen, weil das, also man, weil man ja viele Städte oft wiederholen muss und auch dieses ganze Hin und Her geklickt. Also ich war den einen Tag, habe ich auch nicht ganz geschafft. Ich habe viele Länder bereist, sage ich mal, aber ich habe auch nicht ganz geschafft, das innerhalb von weniger als 2 Stunden fertig zu bekommen. Es dauert dann doch halt also seine Zeit und deswegen werde ich halt jetzt nicht alles aufzeichnen. Zumal, ja, man kann sich ja vorstellen, was passiert, ne? Und irgendwann, ich weiß leider nicht, was passiert, wenn das Ende kommt hier. Könnt ihr mir ja mal posten, wie es aussieht. Vielleicht passiert auch einfach gar nichts, außer dass man ja das Spiel abgeschlossen hat. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich zeige jetzt mal noch ein bisschen weiter und ja, dann sehen wir uns beim anderen Video, ne? Bis dann, Leute.